Herzlich willkommen bei der Babylon so viel mehr für euch, meine Damen und Herren. Heute nehmen wir den Track von den guten alten Jay und Attilu. Ach ja, der kleine Gay Jay. Ich habe das Video eigentlich schon gestern aufgenommen, aber weil es mir nicht gut ging und ich mir ein bisschen den Gay Jay, sagen wir so, etwas blöd dastehen lassen habe, habe ich mir einfach gesagt, komm, löschst du alles? Und machst es nochmal. Deswegen machen wir es jetzt nochmal. So. Wie gesagt, ich kenne das Musikwerk einigermaßen schon. Ach ja, ich habe eine kleine Vorgeschichte mit dem netten Gay Jay, deswegen. Ich finde, er ist mehr Pussy als Olivia Jones. Es liegt auch daran, ich habe unter einem Video von ihm gepostet, also einen Kommentar gepostet. Er hat auch geantwortet. Das ging ein bisschen hin und her. Und dann quasi, wo ich ihn quasi so schön angefickt habe, hat er dann einfach gedacht, komm, ich lösche einfach alles, was er geschrieben hat. Wer es einfach nicht einsehen wollte, der kleine Gay Jay. Und Jay, falls du das vielleicht durch Zufall sehen solltest, bitte lösch dieses Video nicht oder lass es striken, weil ich habe Bilder davon gemacht, das, was du geschrieben hast. So, es soll keine Drohung oder so sein, es soll einfach nur ein kleiner guter Rat meinerseits sein. Falls du dich nicht mehr an mich erinnern solltest. Ich hatte nur 50 Abonnenten, jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Grüße raus an die ganzen Community-Leute von mir, natürlich. Stabile Ficker, egal ob es Männlein oder Weiblein ist. Krass und stabil, auf jeden Fall. Heute nehmen wir aber diesen Track von Gage unter die Lupe. Und ich muss sagen, deine Texte sind wirklich hervorragend ausgewählt. Für die Leute, die nicht wissen, was Text sind. Das sind Wörter, die unter, also wenn du das Video veröffentlichen willst, steht unten so ein Feld, so ein Tag-Feld, wo du halt die Texte eintragen kannst. Quasi die Suchbegriffe für YouTube, dass man auch das Video findet. So, umso mehr, umso höher gerankt die Tags sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Video gefunden wird, bei den bestimmten Wörtern. Und ich weiß nicht, was der Song von den Luten Alec in deinen Text zu suchen hat. Nicht nur das alte, dieses Fake Supreme Part 2, sondern auch das neuere, das Trip. Ich glaube, es hat nichts irgendwas mit dem Video zu tun, aber na gut, JBB und JMC hat auch nichts mit dem Video zu tun, aber komm, geschenkt. Anscheinend hast du es nicht so richtig mit deinen YouTube-Richtlinien, wa? So, woher ich das weiß, ich habe einen Kram, wo man die Texte sehen kann. So, wir fangen mal an. Ah, nur Unterhaltung und so, bla bla, hier kennt es. Jay, jetzt habe ich schon mal eine anfangende Frage. Warum? Du hast sogar in den Kommentaren, ich kann es dir mal zeigen. So, du hast ja einen Kommentar, einen etwas größeren Kommentar verfasst. So, den hier. Hey Leute, kurzes Statement, dass ihr der erste richtige Track von mir und hat viel Mut gekostet, ihn zu veröffentlichen, da ich ziemlich unsicher war, was meine eigene Leistung betrifft. Es gibt sehr, sehr viele nette und coole Kommentare, aber auch konstruktive und hilfreiche. Also ja, frisch von Kommentaren. Ich war gerade woanders ganz. Vielen Dank dafür. Ich kann euch jedenfalls sagen, dass ich an mir arbeiten werde und der nächste Track mit Sicherheit eine Steigerung wird. Ich werde mir den angucken, Bratan. Geht auf meinen Nacken. Free Download gibt es in der in der Beschreibung. Schönen Tag noch. So, kurze Frage an dich, Jay. Mal kurz den hier machen. Du sagst, es ist dein erster Track und es hat dich viel Mut gekostet. Dann kurze Frage, warum tust du jetzt als ersten Track einen Diss-Track raushauen, der nicht mehr ernst gemeint ist? Hättest doch eine quasi dich selber roasten können. Aber okay. Du hast ja auch, keine Ahnung, wie viele Monate hast du gebraucht für 50.000 Abonnenten?
Fuck, Alter. So, bevor wir anfangen mit dem Song, AIDS, Ananas ist der Squad, ihr wisst Bescheid, also ist halt ein kleine Stichelei, aber für mich steht AIDS immer noch für alles ist die Sekte, für die ganzen Oldschooler, wissen Bescheid, und er nimmt das als das, aber man kann das, wenn man jetzt ehrlich wäre, auch für sich positiv verwenden. Nur so eine kleine Randinfo. Alle deine Tracks folgen nur dem Trend. Du bringst halt Musik, die schon jeder kennt. Klingst wie 100 Dummy-Rapper, doch dein Rap ist wack. Vergiss die Musik und mach halt wieder Tattoolette. Alle deine Tracks folgen nur dem Trend. Du bringst halt Musik, die schon jeder kennt. Redest zwar von Fans, doch es hagelt so viel Hate. Die meisten Leute checken, dass du bist halt nur ein Fake. So, das war jetzt die Hook. Wir hören jetzt schon, Autotune ist da. Ja, gut, ne? Jetzt, dann erhängt sich dieses Lied. Schaut sich Drogen rein, obwohl er schon hängen geblieben ist. Mein erster Track, du bist so scheiße und schlecht. Im Gegensatz zu Tanz und Rot wirst du dem Hype nicht gerecht. Mach hier weiter. Oh, harte. Trap, was du leider nicht checkst. Jeder zweite macht den Scheiß, bloß auch dabei in Fresh. Kannst du mir erzählen, warum du wie ein Harzer klingst? Da hilft auch kein Kompressor oder teures Mastering. Hast schon vieles ausprobiert, früher lief alles ganz anders. Alles schon verworfen, außer dein faden Charakter. Ohne Army. So. Ja, gut, was soll ich dazu sagen, ne? Ohne Army-Rap kannst du nicht eigenständig flowen. Tracks haben keinen roten Faden, deine Haare schon. Falls oh! Wir merken uns mal die Haarline. Also eine Disline ging es dann auch. Wir merken uns das mal vor. Du das ganz anders siehst und sagst, ich laber Dreck. Bring's in Ordnung. Sag mal, dass du rappen kannst in deinem neuen... Habt ihr das gemerkt? Die sind... Aber zurück. Sag mal, dass du rappen kannst in deinem neuen... Das hättest du nicht machen sollen, Jay. Nein. Nein. Track. Ohne Autotune. Wo machst du es selber, ne? Alle deine Tracks folgen nur dem Trend. Du bringst halt Musik, die schon jeder kennt. Klingst wie 100 Dummy-Rapper, doch dein Rap ist wack. Vergiss die Musik und mach halt wieder Tattoolette. Alle deine Tracks folgen nur dem Trend. Du bringst halt Musik, die schon jeder kennt. Redest zwar von Fans, doch es hagelt so viel Hate. Die meisten Leute checken just, du bist halt nur ein Fake. Wieder den Flow in der Herk gehen muss mit Tattoolette. Ich verzeih dir, ist dein erster Track. Und nein, es ist keine Analyse. Verdammte Scheiße, sonst wird's im Titel stehen. Mann. Bei der nächsten Überdosis kommst du in die Notaufnahme, deine mitgestellt. Peinlich, so wie deine roten Haare ohne... Yep, ihr habt wirklich gehört, das ist die zweite... Dis-Line gegen die Haare. Und das sogar noch mit der Farbe Rot. Jay. Du hast viele, sehr viele Videos von JBB gemacht und von JMC. Irgendwas musste da hängen geblieben sein. Ich schätze dich mal nicht dumm ein. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, hättest du besser machen können. Oder besser umschreiben oder irgendwie verpacken können. Peinlich wie dein ach so doofer Name. Kennt man Ami-Rapper, kann man deine Tracks im Voraus ahnen. Sich dein Scheiß. Die Line war gut. Also dieses Line. Die war nett. Zu geben ist mit Sicherheit nicht angenehm. Macht sich dümmer als er ist. Fuck, wie kann denn das noch gehen? Wie ich das gemeint hab? Na, der ist doch schon dumm. Aber stellt sich dann noch dämlich für die Klicksteigerung. Erzähl in seinem. Ja. Und?
Das kennst du. Die Line oder beziehungsweise die paar Lines mit den Dummstellen für die Klicks, hättest du, das könntest du für keine Ahnung wie viele YouTuber machen. Also bringt die Line, das ist einfach so, so nichtssagend. Wie viele YouTuber kennt euch, die sich absichtlich etwas dümmer stellen oder kindlicher stellen, dass die mehr Reichweite generieren? So. Ja gut, gegen Jay. Ah, fuck, Alter. Ich kenne so viel Satz. Ja gut, nee, scheiß drauf. Geschenkt. Videos von Drogen, die du brauchst. Der kriegt doch gar keinen Ort, der hat nur Brokkoli geraucht. 1 Million Klicks erreicht, echt sick, du Volldepp. Doch glaubst du, deine Mutter ist noch stolz auf dein Content? Jay, der dich hier mit deinem hingekackten Track killt. Lilano passt, denn hier sind deine Rap-Skills. Alec, merkst du, wie dein Hype hier grad zerbricht? Deine Maske fällt, zeig dein wahres Gesicht. Wir erinnern uns an den Kommentar von den netten Jay, der unten geschrieben hat. Gut, haben alle gelesen. So, und jetzt sagt hier in seinen Track, dass der Track hingerotzt ist. Du machst die Arbeit, die du dir vielleicht gemacht hast für den Track, mit so einer Line komplett kaputt. Komplett. Du schreibst in den Kommentar, also unten in den Kommentar angepinnt ist, dass du dir Mühe gegeben hast, also Mut gebraucht hast, um das zu veröffentlichen, und dass du unsicher bist mit deiner Leistung. Und sagst dann in den Track, ich kill dich mit einem mit einem hingerotzten Text. Werde ich hier mit einem hingekackten Track killt. Hingekackten Track killt. Also du gehst ja davon aus, dass der Track scheiße ist. Aber schreibst dann sowas in die Kommentare. Gut, ne? Deine Gay-Jay. Weisheit, wie man die richtigen Punches setzt, auch gegen sich selber. Tracks folge nur dem Trend. Du bringst halt Musik, die schon jeder kennt. Klingst wie 100 Dummy-Rapper, doch dein Rap ist wack. Vergiss die Musik und mach halt wieder Tattoolett. Alec, deine Tracks folge nur dem Trend. Du bringst halt Musik, die schon jeder kennt. Redest zwar von Fans, doch es sage zu viel Hate. Die meisten Leute checken just, du bist halt nur ein Fake. Das war jetzt der komplette Track. Es kommt eigentlich nur noch Beat. Ja. Also, was soll man da sagen? Fires? Nö. Gehst darauf ein, dass seine Tracks nun gut klingen wie Autotune, aber auch wenn es selber Autotune. Selber gefickt. Du fickst deine Leistung und den Mut, den du angeblich gebraucht hast, selber, indem du sagst, ein hingekackter Track. So, das AIDS, wenn Alec jetzt komplett von seinem Drogenrausch komplett benebelt ist, könnte der sogar jetzt das, was du dir vielleicht ausgedacht hast, in ein paar Minuten hinsetzen und drüber nachdenken, könnte der sich für sich jetzt selber positiv nutzen. Ich weiß, seine Intention war, ihn zu dissen, weil der Ananas Squad, also sein Spruch, Ananas ist der Squad, so schädlich ist wie AIDS oder etc., aber man kann es ja auch positiv umdrehen für sich selber, aber gut, geschenkt, Gay Jay. So, ich weiß, dass dieses Video wahrscheinlich jetzt übelst viel Hate kriegt oder für Dislikes kommt. Gönnt mir die Dislikes, gönnt mir die Aktivitäten auf meinem Kanal, gönnt mir die einfach. Ihr könnt auch behinderte Texte schreiben in die Kommentare. Alles Traffic für mich positiv, egal ob es jetzt schlecht ist oder positiv. Deswegen drauf geschissen. Ja, ich werde. Er sagt ja, dass irgendwann ein neuer Track kommen wird, der besser ist.
Ich lasse mich überraschen, was es dann wird. Also welche Art Rap das dann wird, wird es wieder ein Diss-Track. Oder wird es vielleicht mal ein Track, wo er sich selber roastet? Oder wird es jetzt ein Storytelling? Wird es jetzt ein Rap über seinen Kanal, über seinen Lebenswandel auf YouTube? Bitte vielleicht private Infos. Also ein bisschen Storytelling-mäßig. Oder wird es ein Liebeslied? Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Ich bin alle Fälle gehypt drauf. Ich bin wirklich gehypt. So, jetzt seid ihr wieder gefragt in die Kommentare. Könnt ihr gerne Meinungen, Vorschläge und Kritik äußern? Also nicht nur gegen mich, auch gegen Jay. Der andere wird sich jetzt fragen, hast du wirklich was gegen den? Ja, hab ich. Ich geb da einen Fick drauf. So. Er wird eh kein Video gegen mich machen, weil ich zu wenig Reichweite habe. Wenn er ein Video gegen mich macht, ist das wieder Traffic für mich. Deswegen, ich kann hier sagen, was ich will. So, es wird keine Ansage von ihm kommen. So, ganz einfach. Und wenn er das Video löscht, was ich jetzt hier mache, dann ist eh Bumpe für den. Ganz einfach. Wie gesagt, ich habe die Bilder. Also die Kommentarverlauf, den ich mit ihm geschrieben habe, wir hatten, ich glaube, der hat 6-mal zurückgeschrieben oder so und es wurde dann immer besser und immer besser. Deswegen, ich bin abgesichert von der Seite aus. ich bin aber so, Mann, ich habe das Ding ein Like gegeben. Abonnieren niemals. Nie in meinem ganzen verfickten Leben. Aber ich habe den Like gegeben. Für die Mühe, die du gemacht hast. Alle Fälle wird der Link unten in der Infobox sein und der Link zum Song wird auch unten verlinkt sein. So. Social Media Plattform von mir auch irgendwo am Arsch der Welt unten in den Kommentaren. In der Infobox. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Und macht irgendwas Sinnvolles. PS, es ist keine Analyse, weil jede Reaktionsvideo, was ich mache, ist nur meine persönliche Meinung. Danke. Schon mal im Voraus.